Obwohl ich von der Theorie nicht viel davon halte, habe ich jetzt 4 Wochen lang Miokalypse-Training gemacht. Dennoch, viele seiner Fans nutzen das auch, um junge Leute damit ins Rennen zu schicken. Dann sind so manch eine kleine Mimose da draußen mächtig angepisst. Denn nur das, was er sagt, ist ja richtig. Der kann ja nichts dafür, dass es so viele Holzköpfe da draußen gibt. Das ist ein Denken, was ich mir von so vielen mehr da draußen wünschen würde. Das habe ich vorher gar nicht bedacht. Und das ist eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute melde ich mich zurück mit einem kleinen Resonanzvideo. So manch einer von euch mag vielleicht auch schon darauf gewartet haben, und zwar habe ich kurz nachdem ich mich mit Carsten Pfützenreuther mehr beschäftigt habe und vor allem mit seinem Miokalypse-Training mit einem Video auf diesem Kanal. Schaut vorbei, schaut es euch ganz gerne an. Kurz danach habe ich es selbst ausprobiert. Das Video selbst kam ja recht kontrovers an. Klar, immer dann, wenn man Leute in seinen Videos aufnimmt und etwas dazu sagt, ich will gar nicht sagen fertig macht, kritisiert, denn das ist so das Missverständnis, wenn man nicht komplett zustimmt und diesen Guru, den man da vor sich hat, mit Komplimenten überhäuft, dann sind so manch eine kleine Mimose da draußen mächtig angepisst. Denn nur das, was er sagt, ist ja richtig. Und gerade Carsten hat davon eine ganze Menge. Auch das hier wieder ist keine Beleidigung an Carsten Pfützenreuther. Der kann ja nichts dafür, dass es so viele, Holzköpfe da draußen gibt. Ich habe mich mit dem Miokalypse-Training auseinandergesetzt und habe ein paar Worte dazu gesagt, was ich so vermute, was ich so schätze und so weiter. Und, ein bisschen was dazu kritisiert. Aus meiner Perspektive, Trainersicht, ob das was für jedermann ist oder nicht. Eine der größten Rückmeldungen war immer wieder, das ist doch nur für Training ab, für Zielgruppe trainieren ab 40. Für Leute, die über 40 sind. Er selbst sagt aber, dass das natürlich auch Sinn macht für jeden und dass man das nicht unbedingt braucht. Aber auch er erwähnt es zur Verteidigung immer wieder, dass es vor allem für Leute ist, die ihre Gelenke schonen wollen, mit kleinen Gewichten trainieren wollen und so weiter. Und er hat sich ja auch immerhin mit anderen Trainingssystemen beschäftigt. Dennoch, viele seiner Fans nutzen das auch, um junge Leute damit ins Rennen zu schicken und junge Leute mit dem Kraftsport zu begeistern. Und dann machen das schon 16, 17, 18, 20-Jährige. Und manche davon behaupten auch nur damit den Erfolg zu haben. Nun ja, aber wie ich es auch ähnlich bei Siad Roscher gemacht habe und mit der Kritik daran, ich selbst trainiere jetzt schon seit 22 Jahren und ich habe alles eigentlich mal durchgemacht von dem, was wir zumindest hiervon sprechen. Ich habe mal Ganzkörper trainiert, ich habe mal Zweier-Split trainiert, Dreier, Vierer, Fünfer, sogar mal Sechser und so weiter. Ich habe mehrmals die Woche den Muskel trainiert, ich habe ihn nur einmal die Woche trainiert, ich habe ihn einmal alle 9 Tage trainiert, ich habe einmal in hohen Wiederholungen trainiert, ja, und sogar einmal 50 bis 100 Wiederholungssystem. Und das kam früher natürlich diesem Training der Miokalypse von Carsten Pfützenreuther sehr nah. Aber, wie schon gesagt, das Ganze bezieht sich jetzt auf 22 Jahre. In denen habe ich mich natürlich mächtig geändert, mein Verhalten angepasst, mein Alter hat sich mächtig geändert, meine Regenerationsfähigkeit geändert, durch so viele Einflüsse. Heißt, wenn ich im zweiten Jahr mal 50 bis 100 Wiederholungen trainiert habe, und das habe ich damals gemacht, dann kann ich jetzt nicht sagen, endgültig, was ich davon halte und ob das bei mir funktioniert. Deswegen, obwohl ich von der Theorie nicht viel davon halte, habe ich jetzt 4 Wochen lang Miokalypse-Training gemacht. Das kam mir ganz entgegen, weil ich das natürlich super zu Hause machen kann. Ich habe zu Hause ein kleines Hantelset, die kann ich natürlich nicht bis 50 Kilo bestücken, braucht man aber für dieses Training ja auch nicht. Und ich habe für alles etwas gefunden. Beine, Rücken, Brust und so weiter. Eine Sache, die dabei rauskam und die vielleicht wichtigste Sache für mich war, wieder so ein bisschen aufzuschließen und auch das System dahinter zu integrieren. Das ist ein Denken, was ich mir von so vielen mehr da draußen wünschen würde, ob ihr jetzt zuschaut oder nicht. Statt einfach nur Fan zu sein, zu sagen, genau das klappt oder das klappt nicht, mal das zu nehmen als Idee. Entweder funktioniert die Idee 100%ig so für einen, aber in den seltenen Fällen ist das schon bereits der Abschluss, ein Puzzlestück, das genau auf euch passt. Sondern mal einfach die Prinzipien zu nehmen und neu zu mischen. Mit anderen Sachen zu mischen. Nichts anderes macht Carsten. Carsten Pfützenreuther hat mit dem Pitforce-Training zum Beispiel Pausensätze genommen, die es schon Ewigkeiten gibt, dass man ein bisschen wartet und dann wieder die Wiederholung macht und so weiter. Hat das nur Ganze in ein System gepackt. Er hat das für sich gemacht und das ist eine
gute, intelligente, vernünftige Leistung. Die Leute, die einfach nur dieses System jetzt wieder 1:1 abnehmen und nie als Inspiration nehmen, die machen das natürlich wieder nicht. Das gleiche gilt für Myokalypse. Nach Gefühl trainieren, hohe Wiederholungszahlen, kleine Gewichte. Das ist so ziemlich das Wesentliche dabei. Nach Gefühl zeigt sich vor allem, indem man einfach nur sagt, mal vielleicht nur im unteren Drittel, Bizeps, Curls, was auch immer, mal nur im oberen Drittel, mal wieder kurz pausieren, mal weitermachen und so nur vielleicht in der Mitte, das Pitfuck-System, ne? Wirklich stoppen, 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 stoppen. All das sind Leitsätze, Leitgedanken für euch. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und eigentlich gibt es nur eine Schlussfolgerung daraus und der sagt immer wieder, ihr müsst ein Gefühl dafür entwickelt haben. Und das hat es bei mir geschafft. Ich habe daraus das Heavy Mio, die Heavy Mio-Sätze entwickelt. Ich komme vom sehr leistungsorientierten Training, wo ich mich richtig kaputt mache und den Muskel richtig kaputt mache. Da war es sehr schwer für mich zu akzeptieren, dass ich bereits schon von Anfang an ein solches Gewicht nehme, dass ich bis locker 70, 80 Wiederholungen komme und selbst wenn ich dann mal pausieren muss, ein bisschen weiterzumachen. Sondern ich habe natürlich ein Gewicht genommen, mit dem ich vielleicht 20 bis 30 Wiederholungen nur schaffte. Aber ich wusste auch, ich will ja in ein paar Minuten vorbei sein. Ich ruhe ein bisschen, 20 Sekunden Pause, mache wieder 10 hinterher. Am Ende hatte ich dadurch natürlich einen richtigen Hardcore-Pausensatz gemacht. Mehr oder weniger mit vielen Wiederholungen. Und das war zum Zerbersten. Und das ist der Heavy Mio Set. Schaut euch das Video mal dazu an. Das hat sich daraus entwickelt. Und das ist nicht unbedingt das, was er sich ursprünglich gedacht hat. Weil da sollte man schon das Gewicht so niedrig wählen, dass man mit den 100 auch durchkommt. Und nicht eigentlich in 5, 6 Etappen, also auch Sätzen das macht. Und immer wieder an die Erschöpfungsgrenze kommt. Weil das sind einfach nur 6 Sätze mit reduzierten Pausen gewesen. So muss man es mal sehen. Hat aber vom Mindsetting was gebracht. Jetzt meine Resonanz nach den 4 Wochen. Das ist natürlich, ich muss schon wieder einen Prolog halten, bevor wieder da draußen wahnsinnig viel rumgemeckert wird. Ich habe zum einen jetzt eine Gewöhnung von 20 Jahren, wo ich in einem recht hohen Gewichtsbereich und niedrigen Wiederholungen trainiert habe. Das ist mein Körper natürlich auch gewohnt. Wenn der Körper einmal daran gewöhnt ist, damit auch besser aufzubauen und so weiter, dann ist es äußerst schwer für den Körper, auf was anderes einzugehen und damit vielleicht auch noch die Erfolge zu erzielen. Es kann sein, dass ich das 3 Jahre machen müsste und auf einmal den vollen Potenzialumfang davon mitkriegen würde. Jetzt im Moment gilt das eben für meinen Körper so, wie er ist. Außerdem hat sich mein Körper ja nicht durch Zufall in diese Richtung entwickelt, mit hohen Gewichten das zu machen. Nicht etwa, weil ich ein Flex-Opfer war, die Zeitung, oder ein Bro-Trainings-Opfer war. Nein, sondern weil ich gemerkt habe, dass trägt am meisten bei mir evaluiert zum Muskelaufbau bei. Wie gesagt, ich habe alles ausprobiert, aber es hat sich ja eben gezeigt, dass bei bestimmten Sachen mehr Resonanz kam. Und deswegen habe ich mich in diese Richtung entwickelt. Nun ja. Und deswegen kann es sein, dass mein individueller Körper jetzt auch schlechter darauf reagiert, anders darauf reagiert und so weiter. Das ist also nicht die endgültige Meinung dazu und damit ist es dann das, was ich am Ende sagen werde. Grundsätzlich, für die Motivation fand ich es super. Es war richtig toll zu wissen, ich muss jetzt nicht mich stundenlang vorbereiten, mental vorbereiten, mit dem Essen vorbereiten. Ich muss meine letzte Mahlzeit dann und dann nehmen. Ich muss einen Booster nehmen, um dann anschließend ins Training zu gehen, meine Sachen packen, losfahren und so weiter. Sondern ich hatte auf einmal auch die Motivation zu sagen, ach gut, ich trainiere in einer halben Stunde einfach. Ich bereite mich zwar immer noch darauf vor, so ein bisschen. Ich mache das nicht mit vollem Magen, nicht mit ganz leerem Magen und so weiter. Aber zu wissen, dass man in 5 Minuten mit dem Bizeps durch ist oder mit dem Trizeps, war so motivierend. Und trotzdem weiß ich, der war völlig ausgepowert. Ich hatte immer 1-2 Tage Muskelkater danach. Klar, weil ich eben das auch so ein bisschen anders trainiert habe. Aber ich bin auch in den Wochen hauptsächlich dazu gekommen, mal die 100 Wiederholungen durchzutrainieren. Auch das habe ich ausprobiert. Also ich habe auch richtiges Myokalypse-Training gemacht. Nun ja, und das war eine echt tolle Sache. Vor allem, denke ich mal, ist das sehr wichtig für euch da draußen, die Probleme haben, wieder einzusteigen, die Motivation zu finden, regelmäßig zu trainieren, generell einzusteigen beim Krafttraining. Da zu wissen, ach komm, 5 Minuten und dann habe ich es, ist toll. Und dann den Anschluss zu finden, weil man eben dann die ersten Erfolge hat und wieder direkt mit anfangen kann mit dem Training, weil man nach Monaten merkt, oh, jetzt will ich wieder ins Studio, weil ich sehe ja, dass da was passiert. Das ist schon mal eine richtig gute Sache. Zusätzlich hat mir der Teil sehr gefallen, nach Muskelgefühl zu trainieren. Wirklich mal den Muskel von Anfang an zu spüren und diesen Pump zu haben. Ich glaube auch, dass das einiges bringt. Jetzt kommen wir aber auch schon zu den Kehrseiten.
Ich selbst habe gemerkt, dass meine Muskulatur insgesamt weicher geworden ist. Warum, weiß ich nicht. Das ist mir noch nie passiert. Als ich den Zweiersplit und das Ganzkörpertraining ausprobiert habe, war das auch nicht der Fall. Ihr kennt das, wenn ihr diesen Dauerpump-Zustand habt. Ihr hattet vorgestern erst eine Trainingseinheit, aber irgendwie ist noch alles recht fest. Ihr habt mal eine Zeit lang nicht trainiert, dann war das wieder so weich, aber jetzt trainiert ihr wieder und dann ist es einfach durchgehend ein bisschen gespannter. Das war bei mir nicht der Fall und das war so verwunderlich. Ich weiß nicht, an was es sonst liegt, aber während es prall gefüllt und hart war während der Trainingseinheit, scheint danach eben irgendetwas passiert zu sein. Dass dieser Dauerpump sich nicht so hält. Und das, obwohl ich jetzt sogar mehrmals die Woche den Muskel trainiert habe. Das andere ist, gelenkschonend war es bei mir leider nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt bei mir ein paar Sachen, ich muss dazu sagen, ich bin empfindliche Natur, wie zum Beispiel die Sehnen vom Ellbogen, die Unterarmsehnen, die bei mir so belastet waren durch 100 kontinuierliche Wiederholungen. Ihr müsst euch vorstellen, selbst wenn mit großem Gewicht, trainiert ihr vielleicht für eine Belastung von 30 bis 60 Sekunden. Macht mal einen Satz mit 10, 12 Wiederholungen. Egal wie groß das Gewicht ist, der Satz ist vorbei nach 40 Sekunden Dauerbelastung. Das war hier nicht der Fall. Hier war es eine mehrere Minuten Dauerbelastung. Die Dauerbelastung war wohl schädlicher für meine Sehnen als die mit hohem Gewicht. Muss was trinken. Das habe ich vorher gar nicht bedacht. Und das ist eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Also für jeden ist das nicht unbedingt gelenkschonend. Für Leute, die ein bisschen schwächere Sehnen haben oder so, kann es auch echt brutal sein. Und dann ist die Sehne eben so gereizt, der Muskel gar nicht so stark. Der Muskel kann am nächsten Tag wieder, die Sehne vielleicht erst wieder nach 5 Tagen und 3 Tage später trainiert ihr den Bizeps wieder. Das hat bei mir zu Problemen geführt. Ich habe jetzt gerade aktuell leider Sehnenprobleme, gerade beim rechten Arm im Ellbogen. Und das habe ich mir dadurch zugezogen. Das ist die Ironie dabei. Habe ich vorher gar nicht bedacht und ich glaube, das bedenken viele nicht. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie man eine Überlastung der Sehnen und Gelenke bekommen kann. Zusätzlich habe ich gemerkt, dass der Kraftanteil, und in der Zeit habe ich mich auch in der Theorie wieder mal mehr mit Krafttraining auf den aktuellen Stand gebracht, was Kraft und hohes Gewicht überhaupt bedeutet fürs Training. Ich habe es damals schon erwähnt, Carsten Pfützenreuther hat in seinen jungen Jahren auch eben mit sehr viel Gewichten wahrscheinlich trainiert und hat sich seine Sporen verdient und seine Satellitenzellen in den Muskeln vervielfacht durch die Kraftaktivierung. Sollte man jetzt von Anfang an das machen, als 16-, 17-Jähriger, 19-Jähriger, als Einsteiger mit 22 Jahren und immer in diesem Hochwiederholungsbereich bleiben, werdet ihr nie den Körper an die Leistungsgrenze bringen, so viel Muskelfasern gleichzeitig zu aktivieren, weil das lernt er mit hohem Gewicht. Das heißt, da kommt der Befehl, er muss gleichzeitig, um das hohe Gewicht zu bewältigen, möglichst 100% seiner Muskelfasern rekrutieren. Und am Anfang könnt ihr das nicht, da macht ihr nur 60%, 70%, 80%. Mit langen Monaten und Jahren des Trainings schafft ihr es irgendwann nahezu an die 100 zu kommen. Das schafft ihr aber nicht, wenn ihr nie in diesem Kraftbereich seid. Niemals. Das heißt, das, worauf wir aufbauen, die das gemacht haben für 5 Jahre. Wir haben mehr Satellitenzellen, wir haben diese Möglichkeit. Dann können wir später in ein 100-Wiederholungstraining gehen und auch mehr daraus ziehen. Das werden diejenigen, die es von Anfang an gemacht haben, gar nicht schaffen. Weil sie es nie geschafft haben, so viel vom Muskel und den Muskelfasern zu rekrutieren. Bedeutet besser so rum, erst der Kraftanteil, dann vielleicht später jedes Training, was ihr machen wollt, weil dann könnt ihr auch 5 Kilo Hantel nehmen und ihr aktiviert genug, weil ihr so viel Satellitenzellen habt, als umgekehrt. Und das ist eine große, große Sache, die, glaube ich, vielen verloren geht, die jetzt schon meinen, ach, weißt du was, dann nehme ich doch direkt die Weisheit, die so ein Carsten Pfützenreuther für 40-Jährige sagt, weil die kann ja für mich nicht falsch sein. Doch ist sie. Meiner Meinung nach hat sich die Theorie da bestätigt und ich gehe jetzt auch wieder zurück. Mir hat es jetzt nicht für 4 Wochen so gefallen, dass ich sage, ich brauche das Training länger. Und obwohl ich eine empfindliche Natur bin, merke ich, nee, dann trainiere ich lieber vorsichtiger mit anderen Trainingsmöglichkeiten. Jetzt sind 4 Wochen nur 4 Wochen und man mag es mir verzeihen, bevor jetzt wieder die ersten Hater kommen, oh, das waren doch nur 4 Wochen, du Idiot, du musst das auch ein halbes Jahr machen, dann wirst du schon sehen und so weiter. Klar, ich werde aber jetzt nicht jedes Trainingssystem mal wieder prüfen können mit einem halben Jahr. Ich habe nicht umsonst diese Weisheiten für meinen Körper geschlossen und jetzt werde ich wieder anders trainieren. Dennoch hat es mir etwas gegeben und deswegen kann ich auch nur jedem da draußen empfehlen, probiert es einfach mal aus. Egal, ob ihr über 40 seid oder mal mittendrin. Mir hat es auch was gebracht, als ich im 2. Trainingsjahr von meinen 22 Jahren mal 50 bis 100 Wiederholungen trainiert habe. Weil es eine Erkenntnis gibt. Jedes Trainingssystem gibt euch eine Erkenntnis mit. Macht es für 4 bis 8 Wochen und nehmt diese Erkenntnis, hauptsächlich eine mentale Erkenntnis, nehmt sie mit in euer nächstes Training rein. So, das war's von mir.
Wem das gefallen hat, supportet mich gerne. Und wer davon nichts verpassen möchte und so weiter, ich bin damit dann auch schon raus. Euer Gotti.